Kati war eine Sängerin und eine Tänzerin. Sie war auch im Widerstand während Krieg. Sie ging zu illegalen Hauskonzerten und hat da gesungen. Sie hat dabei ihr Leben riskiert und hat auch Zeitungen verteilt. Sie hat auch die Leute, die verfolgt wurden, von Nazis geholfen. Sie schrieb auch über ihre Zeit im Widerstand.